Am 14.08.2021 war ideales Flugwetter. Ich bin hier aufgestiegen, also linke Hand, das ist die Flur 19 und rechte Hand bis zur Nadorstraße ist die Flur 28. Die Flurnamen der Flur 19 nochmal kurz aufgezeigt. In den Holzhaufen, am Kilbe, Kleine Weide, am Märchen, Glockenwiese, Breitwiese. So, und jetzt die Flur 28, Kornmenschen 30 Morgen, Lossal Almen, Tiefe 8 Morgen, Domherrnwiesen, in den Domherrnwiesen, Schüsslerwiese, im Wechsel, Weidegger. Da ich sehr früh aufgestiegen bin, sieht man noch im Hintergrund, ist alles noch etwas leicht diesig. Ja, das war wirklich idealstes Flugwetter. Ich bin bis auf 100 Meter hochgestiegen. Bei meiner Flugscheinprüfung habe ich gelernt, dass ich mit meinem Copter bis auf 120 Meter gehen kann. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte einfach mal sehen, wie er sich in 100 Meter hält, und das war wirklich optimal. Hier im Hintergrund sieht man wieder den Eicher See und den Rhein. Vorne links, das ist das Märchen. Vorne in der Mitte ist das Wäldchen und vor dem Wäldchen, also noch vor dem Deich, das Feld heißt in den Holzhaufen. So, und da vorne ist dann rechts das Märchen, links nebendran, das ist dann die Glockenwiese und die Breitwiese. Links kommt jetzt gleich das Ellenloch und nebendran ist dann der Weideteich. Im Morgendunst sieht man dann den schwarzen Ort. Und links, das ist dann der Wechselsee. Die Bezeichnung für das Feld vor den beiden Seen heißt Domherrnwiesen. Das Gebiet hinter beiden Seen, also zum Ort zu, ist die Flur 34 und die Bezeichnung sind Weide und Mittagsweide. Sind die Aussiedlerhöfe Gerhard und Huld, die man hier sieht.
linker Hand sind wir in der Flur 19 und da heißt das Feld am Kilbe. Der Name am Kilbe kommt nur in Hessen vor. Es wird offenbar immer noch gerätselt, wo der Name herkommt. Man nimmt an, dass vermutlich sich um eine Weide für Mutterlämmer handelte. Diese Weide sei frei von Abgaben gewesen. Es ist immer wieder spannend, wenn man sich mit Flurbezeichnungen auseinandersetzt. Man muss natürlich da auch in Betracht ziehen, dass es sicherlich hier viel mehr Wiesen in den letzten hunderten von Jahren gab. Das hing auch damit zusammen, dass hier mehr Wasser stand und erst in den letzten 100 Jahren das Ried entwässert wurde. So konnten wesentlich mehr Wiesen in Ackerland umgewandelt werden. Aber woher so manche Bezeichnungen kommen, ja, da muss man richtig kriminalistischen Spürsinn verwenden und kann letztendlich nur Annahmen treffen. So, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.